Ohne mich und meinesgleichen wäre der liebe Gott gar nichts. Was immer er sich auch nur ausgedacht hätte. Ohne mich und meinesgleichen gäbe es überhaupt keine Nachricht davon, was er gemacht hat. Da sagte ich, Jansen, Mensch, du bist ja wie die Gnade Gottes. Da sagte er, nein, ich bin die Gnade Gottes. Ach, du Scheiße. So. J'aime Janssen. Janssen m'époustoufle par le fait. Janssen verblüfft mich, weil er den Eindruck macht, glücklich zu sein, zu zeichnen. Glücklich, selbst wenn er Grimassen zieht und dich so anguckt. Aber das ist wunderbar. Ein Mann, dem es gelingt, sich selbst so zu definieren, wie er ist. Das heißt, nicht wie ein Adonis, aber wie er selbst ist. Hola, hola, oh, man meint zu träumen. On croit rêver. Glauben Sie ja nicht, dass ich so von Miro sprechen würde. Nichts ist mehr gefragt, nicht wahr, als meine Visage. Zeit seines Lebens zeichnet Horst Janssen sich selbst. Er nutzt dabei virtuos alle Techniken. Über 1000 Porträts entstehen. Es ist ein nicht abreißender Reigen, der seine Stimmungen und Seelenlagen widerspiegelt. Eine große Reise zu sich selbst. Er enthüllt und färbt nicht schön. Die Jahre und sein Lebensstil hinterlassen Spuren. Außer seinem eigenen Gesicht hat der Maler weitere Favoriten. Les fleurs, les oiseaux et les femmes. Blumen, Vögel und Frauen sind sein Lieblingsthema. Maya Picasso ist so begeistert von Horst Janssen und seinen Arbeiten, dass sie ihm einen Brief schreibt. Als Dankeschön schickt er ihr ein Buch mit persönlicher Widmung. Fasziniert ist Janssen von Frauen und sie von ihm. Er stellt sie oft im erotischen Kontext dar und nennt sie geile Sibylchen. Darüber berichten auch gerne die Medien. Alles ist aus Erotika. Aus allen Höhlen und Löchern guckt Sexus raus, schrieb der Hamburger Zeichner Horst Janssen. Seitdem er mit pornografischen Blättern in den 60ern die feinen Hanseaten schockierte, waren nackte Körper und Obszönitäten nicht mehr aus Janssens Werk wegzudenken. Und wer hat ihn dazu inspiriert? Natürlich die Frauen, und das nicht so knapp. Allgemein menschlich ist ein Akt. Also, ja. Janssen lebte allein mit 18 Frauen in festen Beziehungen. Egozentrische Künstler wie Janssen haben einen enormen Musenverbrauch, das ist klar. Was faszinierte aber die Frauen an einem Mann, der aufgedunsen und gewalttätig war, der bis zum Exzess soff und dessen Stift, wie er sich ausdrückte, längst zu kurz geworden war? Also Marie Knauer 4 Jahre, Verena von Bethmann-Hollweg 8 Jahre. Die eigentlich bedeutete 24 Stunden am Tag zusammen. Das verbindet mich und meine Begeisterung für seine Arbeit. Gesche Tietjens, 4 Jahre. Nicht diese 4 Jahre sind so gut wie 40 Jahre gewesen. Sie waren so prallvoll. Er beherrschte es perfekt. Er wusste, wie man junge Frauen herumbekommt. Nicht? Und zwar eben nicht durch Männlichkeit, sondern durch ein intensives, geistvolles Eingehen auf die jeweiligen Situationen nicht einer Frau. Das genügte ihm tatsächlich. Auf dem Papier absolvierte er diese Grauslichkeiten. Und in der Realität waren sie außerordentlich gebremst. Nicht? Also wer sich immer vorstellt, Janssen musste ein wahnwitzig grotesker Liebhaber gewesen sein. Er war stinknormal. Und diese Ambition, die leistete er sich auf Kraft seiner Fantasie. Nicht? Und seiner ungeheuren knäbischen Einbildungskraft. Innerhalb von 3 Stunden habe ich deine Ausstellung hingelegt. Ihr müsst sie dann an die Wand tun, ne? Ja. Okay? Ja. Wie viele Paranoia? Augenblick mal. Paranoia sind 3, 6, 9. 9 Paranoia. So, wo sind meine Sklaven? Selke, Sie können sich ja also, wie sagt man, Untersklaven mieten. Dieses ganze Zeug muss von der Wand weg. Paranoia ist farbig. 9 Paranoia. Hm? Ja. Und an dieser Wand entlang kommen erstmal 9 Mal Paranoia. Alle schwarzen Hochformate geblockt dahin. Ich darf so sein, nicht? Nachher bin ich gemütlich, jetzt bin ich Diktator. Das ist ja.
Ja. Lassen wir so. Im Frühling 88 wird vor Tokio der Neubau eines Grafikmuseums fertig und schmückt sich zur Premiere mit meiner Radierschose, und zwar mit der ganzen quasi Public Relation. Und über diese Schose freue ich mich deswegen so, weil ich damit jüngst der neuen Pinakothek in München absagen konnte. Es war einmal in einer Ausstellung in Hamburg, das hatten sie zwei Drucke nebeneinander gehängt. Einmal auf normalem, sozusagen europäischem Papier, und einen auf Japan-Papier. Und das bringt viel mehr Tiefe in die ganze Geschichte. Die Nuancen sind viel aufregender. Also es tut der Radierung wirklich richtig gut, auf Japan-Papier gedruckt zu sein. Und das hat Jansen auch fasziniert. Das ist sein Medium, Papier eindeutig. Das sieht man ja nachher auch daran, sein kongenialer Drucker Hartmut Frielinghaus, mit welchen Verbindungen er gekommen ist, nämlich Nao Sakamoto aus Japan, wo also die tollsten Papiere, ich glaube, teilweise für Jansen extra angefertigt wurden. Also da sind also die tollsten Papiere zustande gekommen. Der hat sich riesig gefreut, wenn es große und gute Ausstellung im Ausland. Der hat dann alles, was in Japan passiert ist, der hat sich so gefreut. Der hat getanzt vor Freude. Oder in Oslo, Munch-Museum. Das sind richtig große, erfolgreiche, gute Ausstellungen gewesen. Oder dass er mit Michel Soski in New York gearbeitet hat, der hat sich riesig gefreut. Claude Bernard in Paris. Auf dem Gipfel seines Erfolgs beschäftigt sich Jansen mit Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Er zeichnet Porträts von Franz Kafka, Bert Brecht und Thomas Mann. Seine Darstellungen treffen das Wesen der Künstler mit frappierendem Gespür. Baudelaire, Proust und auch Tolstoi. Striche, die aussehen, als würden sie wieder vom Papier runter wollen müssen. Dieses Blatt war mal an einer besonderen Stelle. Es war bei Brezhnev in der Wohnung, nachdem Schmidt es geschenkt hat, 1981. Das führte dazu, dass das Blatt eben eine Weile in Moskau war, aber dann durch die Familie zurückgegeben worden ist und wieder an mich gelangte. Eine Gnade, ein solcher Zufall. Hier das Bild, was auch Staatsgeschenk war, von Weizsäcker an Gorbatschow 1987 in Moskau. Das ist Puschkin, der unglaublichste aller Dichter. Horst Jansen wird 1929 in Hamburg geboren. Liebevoll umsorgt wächst er in Oldenburg in Niedersachsen auf. Nach dem Tod von Mutter und Großeltern besucht der 13-Jährige einige Jahre die NAPOLA, eine Erziehungsanstalt der Nazis. Ab 1947 studiert er an der Hamburger Kunsthochschule bei Professor Alfred Marlau. Ja, Marlau war amüsiert. Er war wie ein liebevoller Vater zu Jansen. Also er machte natürlich in der Marlau-Klasse nicht das, was wir mussten. Marlau hat es früh erkannt, wie begabt er war. Ich zeichnete von nun an, was ich sah. Und diese Zeichnung wurde am freitäglichen Korrekturtag als vorbildliches Exempel meinen Mitschülern vorgehalten. Und da ahnte ich bereits, dass ich, bevor ich ein Meisterschüler würde, unbedingt schon ein Lieblingsschüler sein würde. Nach dem Studium wendet sich Horst Jansen zunächst den Holzschnitten zu. Es entsteht eine ganze Serie von Arbeiten. Also, dieses Ding mache ich ganz besonders gerne, weil es so schön konsequent durchgehäkelt ist wie so eine Tischdecke. Alles weggeschnitten, was nachher nicht kommt. Alle Formen, ich meine, nachher weiß eingewalzt werden, das werden Sie sehen, das sind zwei Eulen, ich meine, hier der Schnabel können Sie jetzt nicht sehen, ich meine, hier fehlen sogar noch die Augen. Da sind sie, die habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Das sind diese Metallhülsen, auf denen so Hansaplast aufgewickelt ist. Und die Hülsen habe ich dann einfach in blaue Farbe getunkt und dann zack, in den Druck rein, fertig war die Laube. Da oben, das sind, glaube ich, Bleistifthülsen. Naja, und dies ist insofern ein Liebling, weil der weg ist von dem Erzählerischen und schon hin ist
zu diesen Morschen, die ich später machte, zur reinen Grafik. Die Ausstellung, seine Holzschnitte, wurde nicht ausgestellt in Hamburg, als er anfing zu arbeiten. Und dann hat er gesagt, dann mache ich es doch hier bei mir. Und die Wohnung war in diesem alten Haus in der Barburgstraße, so ein Gründerjahrehaus. Und er war die oberste Etage. Da war ein Oberlicht und ein Rundlauf. Und auf diesem Umlauf und in unserem Wohnzimmer hingen dann die Bilder. Und da haben wir unsere Eröffnung gemacht. Und dann war da groß Remi Demi. Also da kamen nun wirklich, kamen sie alle. Es war proppenvoll jedes Mal. Und da haben wir dann auch verkauft. Und bei seiner ersten Ausstellung, da war er noch mit Marie verheiratet, die ersten Holzschnitte 57, da kam Brockstedt zum ersten Mal und sah die Holzschnitte und sagte, Jansen, ich mache eine Ausstellung mit den Holzschnitten. Und dann hat er verkauft. Der Galerist Hans Brockstedt organisiert 1957 die erste Horst-Jansen-Ausstellung in Hamburg. Der Beginn einer lebenslangen Zusammenarbeit. Jansens älteste Grafiken sind hier zu sehen, sowie Fotos aus der Jugend des Künstlers. Als er anfing zu radieren bei Paul Wunderlich, der gerne wollte, dass er, also er hat, wollte gerne lernen und Paul wollte ihm das gerne beibringen. Es war wohl Herbst 1957, im Treppenhaus hingen noch meine großen Holzschnitte, da kam er rein, er, der Paul Wunderlich. Paul, Doppelpunkt, Jansen, Sie müssen radieren. Ich, Doppelpunkt, ja, Paul, dafür wären Sie ja wohl zuständig. Paul, Doppelpunkt, gewiss, wann wollen Sie anfangen? Ich, Doppelpunkt, morgen. Und Paul, sehr gut, dann bis morgen. Und er zeigte mir also nun das ganze Konvolut seiner Talente, seiner Erfahrungen und Verfahrensweisen und gab mir alles an die Hand, ohne Brimborium und ohne Autorengehabe und Lehrmeister Firlefanz. Diese, meine erste Radierung, heißt Paulette. Die wilden 60er, gut schön, das bestand natürlich auch in Musik. Das bedeutete, dass wir ins Ballhaus Jahnke gingen und dort tanzten und uns amüsierten, kann man sagen. Das Buch Ballhaus Jahnke, herausgegeben von Wieland Schmid, dem Direktor der Kästner Gesellschaft, zeigt 48 von Jansens besten Radierungen. Sie entstehen in den Jahren 1957 bis 1969. Das Ballhaus Jahnke ist ein Treffpunkt all der Typen, die Jansen gezeichnet, radiert und lithografiert hat. Der Zeichner schildert das Milieu, zeigt aber auch Revolution und Generäle aus dem Jahr 1964. Oder er zitiert ironisch Paul Klee und James Ensor, die sich um einen Bückling streiten. Kritisch betrachtet hätte ich etwa 10 Radierungen ausgewechselt. Die weihnachtliche, in Anführungsstrichen, Aufmachung verstehe ich wohlwollend als Persiflage. Und da man sich sicher etwas dabei gedacht hat, ist es müßig, dass ich auch noch darüber nachdenke. Viele waren gekommen, um den Stadtbekannten, den Berüchtigten, das Originalgenie, einmal von nah oder wiederzusehen. Eine Signierung, eine Widmung, eine Kritzelei, eine Skizze zu bekommen. Denn, das weiß man, der Meister ist freizügig und kann aus dem Vollen schöpfen. Jetzt werde ich Klosettpapier signieren, sonst ist das ja ein Leerlauf. Ne? 1968 ist Horst Jansen Teilnehmer auf der 34. Biennale in Venedig. 66 Zeichnungen der 60er Jahre sind zu sehen. Kraftvoll wirkt die großzügige Linienführung über die gesamte Bildebene. Jansen erhält den Grafikpreis der Biennale und gibt ein Interview nach dem anderen. Ich bin gerade gefragt worden in dem Café drüben. Herr Jansen, hat das Establishment Sie gekauft? Ich weiß nicht, was die als Antwort haben wollten. Ich sagte, Gott sei Dank, ja. Also die Bedeutung liegt darin, Preis steigern. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben lang für 50 Mark verkaufen. Die Selbstporträts zeigen eine brillante Technik. Ineinander fließende Konturen, verflochtene Linien, Schraffuren, Liebe zum Detail. Herr Jansen, unter welche Überschrift könnte man diese Ausstellung stellen? Na, die typische Frage. Man nennt sie oft den hässlichen Maler oder den Maler. Ja, danke schön. Trifft sie das?
Ja, angenehm. Weil das entspricht der augenblicklichen Mode. Als ich das erste Buch nicht war, wirklich ganz selbst machte, bei Christians, das ist das Novemberbuch, nicht wahr? Da wurde es auch prompt das Buch des Jahres. Ja? Das Novemberbuch. Janssen bezeichnet es als Credo seiner eigentlichen Sehnsucht. Hier schaut er sehr genau auf die kleinen alltäglichen Dinge. Mein Meisterbrief ist das Novemberbuch. Ich konnte einfach nicht mal das unmöglichste alltägliche zeichnen. Ich konnte es zeichnen. Janssens schöne und pflegeleichte Privatkunst zeigt nicht, was hier jetzt in unserer Welt der Industrien, des Managements, der Revolutionen los ist. Quatsch, das ist doch Quatsch. Was heißt, es ist nicht da, was ich mache? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und es macht ja auch alles Spaß. Aber warum wollen Sie jemanden, nicht mal, der nun gerne also zum Beispiel Blumen malt, nicht mal die Frage stellen, sagen Sie mal, stehen Sie in dieser Zeit, aber er steht direkt in einem Blumenbeet. Wer aber beharrlich im Blumenbeet steht, sieht kaum weiter als bis zum Gartenzaun. Das heißt, er sieht nicht, was ihn von draußen ganz real bedrohen könnte. Falsche Politik, Krieg, Not. Das weiß Horst Janssen natürlich, der gegen die Mächtigen auf seine private Weise opponiert und doch zugleich sein außerordentliches Zeichentalent in den lokalen Mist gesät hat, weil es da am leichtesten seine schönen Blüten treiben kann. Deshalb konnte das Originalgenie Janssen am besten als Bürgerschreck marktkonform werden und überleben. Aus seiner Trauer Geld machen ist die traurige, aber realistische Formel des Künstlers in der freien Marktwirtschaft. In der gleichen Zeit, in der solche sozialen Wesen mit größten Anstrengungen ein Problem aus dem Nichts stampfen, um mit noch größerer Anstrengung dasselbe zu lösen, in solcher Zeit zeichne ich. Während die Kulturkritik mit ihm schimpft, bleibt der Meister sich selbst treu. Seine Fabulierfreude macht Janssen zu einem gern geladenen Redner. Angenommen, ich bin geil auf Landschaft. Dann meine ich Landschaft. Ja, und dann wird das durchgezogen. 8 Wochen. Du nimmst die kleinen Platten, nicht wahr, lackierst sie und dann machst du 1 Monat, nicht wahr, also Arbeit durch. Nun arbeite ich sowieso immer im Konvolut. Immer der Gedanke. Wenn man ihn heute fragt, wir möchten eine Janssen-Ausstellung machen und was sollen wir da am besten zeigen, was ist für Janssen das Wichtigste, dann würde Janssen geantwortet haben, ach, die Museen, die können zeigen oder die sollten zeigen, wenn sie mir einen Gefallen tun wollen, Hannus Tod, Nicro Montanus und Laocoon. Diese 3 Serien, sagt er, meint er, dann, und dann können sie dazuhängen, was sie wollen, denn hat derjenige, auf den es ankommt, der hat mich erfasst. Das ist Hannus Tod, das ist die Geschichte des Jungen, des kleinen Hanno, von Thomas Mann aus den Buddenbrooks. Und da hat Janssen fasziniert, sicherlich war das schon eine Idee, als er das las, der Werdegang des Hanno, des jungen Hanno, der ja dann nachher an einer schrecklichen Krankheit litt. Da hat er dieses Thema an seinem Selbstporträt aufgegriffen. Und zwar sozusagen das Erkennen einer Krankheit an seinem Gesicht, die Entwicklung der Krankheit bis zum Tod und über den Tod hinaus in die Landschaft. Nicro Montanus ist an Ernst Jünger gedacht. Da geht es um die Genauigkeit und die Präzision, wie Ernst Jünger Dinge beschreibt. Das ist etwas, was Janssen so sehr fasziniert hat. Ernst Jünger war in der Lage, wirklich einen Stein so zu beschreiben, dass dort sozusagen ein gesamtes Universum entsteht. In dieser unheimlichen Genauigkeit. Und das hat Janssen fasziniert. Das Thema Laocoon, das sind insgesamt 24 Radierungen. Ein handgeschriebenes Deckblatt über die Bäume der Annette. Und hier hat er natürlich zum Thema Annette die einzelnen Schriften und den Namen immer wiederholt und die 5, was da die symbolische 5 für Annette war, und dann in die Landschaft eingebettet. Und dann sind diese Radierungen, die verschlungenen Laocoon-Bäume in unterschiedlichen, teilweise bis zu 20 Ätzstufen oder noch mehr,
Das Thema Radierung sieht man hier bei Janssen ganz deutlich. Diese Perfektion und dieses unglaubliches Eindringen in die Platte von ihm direkt. ...1990 hat Horst Janssen einen schweren Unfall. Der morsche Balkon an seinem Haus bricht unter der Last von Radierplatten und Säurebehältern zusammen und reißt den Maler in die Tiefe. Die Säuren spritzen bei dem Sturz über sein Gesicht und verätzen seine Augen. Deshalb nimmt er fortan Farben weniger ausgeprägt wahr und malt von nun an mit kräftigeren Farbtönen. Seine neue Lebensgefährtin Heidrun Bobet pflegt ihn. Durch die Freundschaft zu Heidrun Bobet, da entwickelte sich der Name Bobetanien und daraus entwickelt sich dann wiederum die Landschaftsserie, die Janssen gemacht hat, die auch in Dresden im Albertinum gezeigt wurde. Und das sind Aquarelle, Feder- und Aquarellzeichnungen, wo wir erkennen, dass hier Janssen voller Kraft in die Farbe gegangen ist nach seinem Unfall. Das ist also auch erkennbar. Und in Bobetanien, da steckt also so viel Herzblut und Kraft, was er da hineingegeben hat und voller Expressivität diese Farbspiele gemacht hat in diesen Landschaften. Wenn ich also in eine Menschenmenge eintauche und es kommt einer mit einer dummen Frage, die sein Dasein in diesem Raum vor diesen Bildern ad absurdum führt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich unterhalte mich eine Stunde mit ihm, dann ist er auch nicht klüger, oder ich hau ihm eine runter, dann ist er gleich raus. Nicht nur mit Ausstellungsbesuchern geht Horst Janssen grob um. Er brüskiert auch häufig Menschen, die eigentlich helfen und ihn weiterbringen wollen. Guide Rothschild vom gleichnamigen französischen Weingut bittet Horst Janssen 1980, das Etikett für einen der großen Weine seines Hauses zu entwerfen, wie es zuvor schon viele andere Künstler von Weltrang getan haben, darunter Henry Moore, Dalí und Jeff Koons. Janssen fertigt zunächst eine Serie französischer Köpfe des 18. Jahrhunderts für Rothschild an. Das Honorar hierzu soll bei einem Telefonat mit dem Baron persönlich geklärt werden. Schon eine Stunde vor dem verabredeten Zeitpunkt finden sich die Gäste ein, die Janssen als Zeugen in sein Haus geladen hat. Als pünktlich zur vereinbarten Minute der Apparat schrillt, verstummt alles Reden. Und jeder sieht gespannt zu Janssen hin. Dieser aber nimmt auch nach 15 Rufzeichen den Hörer nicht ab. Offenbar überwältigt ihn das Gefühl, nicht für den großen Baron Rothschild erreichbar zu sein, weil er, der Schneidersohn Janssen, gerade Gäste hat. Das ist aus der Laune heraus bei Janssen. Also das heißt, man könnte sagen, er stand sich in einigen Bereichen, was seine Kunst und seine Berühmtheit, er wollte ja immer berühmt werden, könnte man sagen, dass er sich da selbst im Wege stand. Das hängt mit Peinlichkeit zusammen und mit Sucht wahrscheinlich, dass er, genauso wie er eine Delegation aus China oder aus Moskau vor der Tür hat stehen lassen und hat sich seine Flasche genommen und hat toter Mann gespielt. Naja. Und schlafen ist auch schön. Der Tod spielte für ihn eine große Rolle. Weil er sagt, das ist die letzte Sicherheit, die ich habe. Ich, der ich so ängstlich bin. Der Tod ist sicher, er wird kommen. Und das Skelett als solches ist ja auch sehr schön zu zeichnen, zu radieren. Totentanz, der Tod war ihm, ja, er war ihm nah. Janssen hat den Tod als ein Gefährten gesehen, der neben ihm hergeht, mit dem er durchaus eine freundschaftliche Verbindung hat. Er hat es gezeigt, immer wieder in seinen Texten, immer wieder in seinen Zeichnungen. Und da gibt es dann den tanzenden Tod, den spielenden Tod. Er in Verbindung mit dem Tod, wie sagt er, als wir uns gegenüber saßen. Also wissen Sie, Lemmy, wir haben so viel zu tun. Zum Sterben habe ich überhaupt keine Zeit. Ha, ha, ha. Horst Janssen stirbt am 31. August 1995 in Hamburg. Beigesetzt wird er neben seiner Familie in Oldenburg, wo er aufgewachsen ist. Die Stadt hat ihn noch kurz vor seinem Tod zum Ehrenbürger gemacht. Es bleibt sein gewaltiges Werk,
3000 Zeichnungen, insgesamt ca. 10.000 grafische Werke wie Lithografien oder Holzschnitte, davon über 1.000 Selbstporträts und ca. 350 Bücher. Das Museum, das ihm 1990 in Hamburg gewidmet werden sollte, hat Horst Janssen abgelehnt. Ihm erschienen die Verantwortung und der künstlerische Druck zu groß. Im Jahr 2000 eröffnet dann aber doch ein Horst-Janssen-Museum in Oldenburg, der Stadt, der er sich verbunden fühlte. Heute ist es ein Magnet für seine Verehrer.